Proof that all West German is bad. Ah! Nicht ganz. Komm, Dummiesel ist schon cool. Ein Vampir? Schnellgard. Hä, wo? Ach, da hinten. Neue Gegner nähern sich. Nö. Ey. Ja, dann übernehmt ihr den da hinten mal. Perfekt. Ja, ich möchte den da. Nee, das blutet ja gar nicht. Baumboll. Ja, Baumboll ist auch so ein toller Name. Das ist wirklich ein cooler Name. Aber gegen den habe ich immer verloren, wenn es im Gegnerteam war. Ich auch. Ich gegen Flieger aufgestellt bin. Mein Vulpix Bodyslam hat auch eine Feuerladeattacke. Tja, aber komm. Baumboll ist doch auch ein geiler Name. Ein Baumwoll-Pokémon, das Baumboll heißt. Ja, ich weiß da weiter. Ich möchte aber erst gucken. Ich habe noch Loot übersehen, aber ich verstehe das noch nicht. Wann? Da hat es geblitzt, oder? Ne, jetzt war wieder nur eine Reflexion. Verdammt! Ich hasse irgendwie Deutsch. Ich könnte jetzt was sagen. Aber wo ging es weiter? Da. Warum wollen wir ein Anti-Flummi-Team packen? Quatscha. Nö, ich sag gar nichts. Ich bin heute nett. Ich habe gute Laune. Bin ich mal ein bisschen netter. Los, hit me. Wenn das keine Boss-Arena ist, von wo springst du runter? Kommt der Asylum-Demon. Let's go. Ein wenig ertrinken, aber du musst auch das Klo. Lass doch das Schwert einfach gleich draußen. Also alle 10 Sekunden wegzustecken und neu zu packen. Oh nein, eher. Hi. Da, der hat Body Slam eingesetzt. Jetzt bin ich wach. Das will ich hoffen. Wir gehen einfach. Das sollte nicht so lange dauern. Ist ja eine tolle Abkürzung. Wie? Ist doch kurz. Was ist das? Ein Fafnir? Das könnte auch ein Pokémon-Name sein. Oh! Wollte er sich einfach auf mich drauf nochmal? Oh, hat doch zwei Schläge. Verdammt, jetzt habe ich R2 gedrückt. Nice. Ah, oh, die Kämpfe sind nicht ohne. Nee. Heil mich mal ein bisschen. Ah, oh, diese Pause. In Elden Ring. Die late Schläge. Und mein Tod. Zu früh gedrückt. Ich bin gleich tot. Okay, das bringt mir viel. Du beißt schon mit.
Nee. Er hat wohl schlecht geschlafen. Er kann Walzer. Schon beim Zuschauen schwindelig. Oh Gott, ist das ein Miltang. Okay. Oh! Wenn das nochmal kann? Nicht, wenn wir ihn vorher töten. Ich muss das schnell beenden. Er ist böse. Ich halte nicht mehr lange durch. Alter. Falsche Taste. Ja, ich. Wenn ich denn die richtige Taste hitte. Danke für den Follow. Ich kann gar nicht. Ich kriege ein bisschen auf die Fresse. Nein, falsche Taste. Was habe ich immer? So. Starburst for Streamer. Hi. Hopp. Oh, verdammt. Woher hast du das Spiel, noch gar nicht raus? Doch, heute rausgekommen. Oh mein Gott. Okay. Ah, nee. Ah, komm, einmal. Ach, Special. Oh, nochmal. Hab ich's geschafft, allen auszuweichen, gesagt. Gut. Wird er doch langsam. Ah, zu früh. Egal. Oh, gut. Richtige Richtung genommen. Gebrochen? Ich bin auch mal gebrochen bei dem Spiel. Ah, komm. Perfekt. Oh, das könnte überleben. Doggo. Ja, wir sollten Doggo auf automatisch stellen. Das würde mehr Sinn ergeben als... den auch noch dauernd, kontrollieren zu müssen. So, hi. Und danke für den Follow übrigens. Seit gestern. Ja, okay, mittlerweile seit gestern. Genau. Eine knorrige Schuppe und ein um 40, was? Wirrit. Ah, das Ding hatten wir schon mal. Heute am 23, nee, 22. Also ja, gut, das ist nach 0 Uhr, deswegen. Mittlerweile gestern. Der weltweite, yes. Also ich kenne das so, dass es inzwischen weltweit, je nach Land, andere Release-Tage haben. Nee, das war früher so, wegen Lokalisierungen. Aber mittlerweile wird das alles parallel gemacht. Zum Beispiel hat Japan früher immer Spiele zuerst bekommen. Ja, genau, früher. Weil die Spiele meistens auf Japanisch gemacht wurden. Dann sind sie schon mal für den japanischen Markt rausgekommen und dann wurden sie halt übersetzt. Zum Beispiel, Pokémon, bestes Beispiel. Pokémon kam in Japan raus, wurde dann auf Englisch übersetzt, dann gab es die englischsprachigen Versionen und von der englischsprachigen Version wurden dann die anderen Übersetzungen gemacht. Also eine Übersetzung von der Übersetzung. Deswegen hat zum Beispiel Deutschland viel später bekommen, also nach den USA. Und die haben es ja erst nach Japan bekommen. Aber mittlerweile wird das alles parallel gemacht. Genau. Ich bin so hängen geblieben. Nein, du bist eventuell einfach nur so alt wie ich oder älter. Japan früher und Deutschland dann so 19... Was? So Steam-mäßig? Ah ja gut, lokale Uhrzeiten spielen natürlich dann auch noch eine Rolle. Genau, aus den 90ern. Ja, dann hast du dasselbe wie ich. Wir haben es noch so kennengelernt, wie eben gerade erklärt, aber es hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert. Es gibt Menschen, die älter sind als Dave. Oh, Flummi, möchtest du deinen Mund weit aufmachen bei dem Thema? Möchtest du mitreden? Ich komme nicht drauf gleich, war so am Hypen Final Fantasy 16 und hab's vercheckt. Ja, ich hab's vorbestellt. Das kam halt einfach automatisch an. Ja, aber anstrengend, ne? Final Fantasy 16 ist der Grund, warum ich die PS5 kaufen will. Oh nö, der lebt ja noch. Och nö. Ne, bei mir war's Demon's Souls Remake. Ich hab's nicht gespielt bisher, aber ich hab's im Schrank stehen. Oh, hi! Er ist doch Tor. Warum kann er das? Wow, du bist Dante! Yo!
Warum machst du das nicht von Anfang an, wenn du das kannst? Oh, okay. Notlösung. Ich verstehe. Du bist ein Dominus. Bin ich. Ja. Nicht, weil ich's wollte. Eine ganze Welt voller junger Hüpfer. Aber nein, mich groben Klotz musste Ramu heimsuchen. Sid. Okay, Flomi, alles gut. Wenn du Domini und Trägern helfen willst, was hast du davon? Irgendwen pisst er an. Das macht ihn glücklich. Was ich davon hab? Dasselbe wie alle. Was wir wollen und verdienen. Unsere kleine Macke soll uns nicht zu Menschen von geringerem Wert machen. Die gute Kippe. Die Gabe ohne Kristall alles Geld. Zu wirken, müsste Achtung verdienen. Doch wir sind Geächtete. Man saugt uns aus und wirft uns weg. Und wofür? Warum lassen wir das zu? Da ein Mikrosoundglitch. Verstehe. Mit anderen Worten, du willst einen Krieg. Sehr schmeichelhaft. Aber diese Tage habe ich schon lange hinter mir. Nein, ich möchte nur, dass wir die Wahl haben, so zu sterben, wie wir es uns aussuchen. Schubs mich nicht. Ich hab's vorhin gesagt, Joghurt. Mann, ey. Den Game-Rechner wird's nicht schaffen. Gibt's hier eh noch nicht. Kann ich noch heilen? Nee. Schon in Kämpfen geht es wieder nicht. Weil wir heilen ja bis zu einem bestimmten Punkt. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Der Fang gibt's sagen, man sagt ein Bayonetta. Ja. Zeit. Wie ist es angefangen in letzter Zeit und liegen gelassen wie Dave? Also, ja. Ja, wenn ich halt keine Lust mehr auf ein Spiel habe, dann lasse ich es halt. So, kann ich dich noch irgendwie looten? Nee, schade. PS5 500 € und dann kannst du das Spiel in vernünftiger Grafik in FPS spielen. Ja, der Vorteil von Konsolen ist schon, es ist einfach. Du kannst halt einfach zocken. Musst nicht, oh nein, scheiße, meine Grafikkarte ist zu schlecht und ja. Bist du fertig mit Zelda? Nö. Aber das Spiel kam halt raus. Also will ich damit anfangen, bevor die Spoiler zu krass werden im Internet. Ich bin auch nicht schwul, aber ich finde Noctis sieht besser aus als der jetzige Main Character. Noctis sieht halt einfach jünger aus. Dafür war es ein Spiel was auf jeden genau Fall kacke. Hast du vor, wenn du diesen Feuerdominus findest? Töten! Ihm blöd, was er meinem Bruder angetan hat. Und schneid jedem die Zunge ab, der mir das ausreden will. Entspann dich. Du machst einem ja Angst. Das sollten mir alle unterlegen, wenn ich Bee bin. Reggie hat gewonnen. Aber da könnte ich doch runter. Aber ich soll da nicht runter, weil da hinten liegt Loot. Wir haben ja leichter 2.500 ausgegeben und der packt das nicht in der Qualität. Ja, ja. Ich habe auch so viel ausgegeben von meinen. Warum stirbst du nicht einfach? Kann ich nicht gedrückt halten? Nee, die über mir bitte. Die über mir. Danke. Wie mache ich dich jetzt? Kann doch nicht so hoch springen, oder? Aber guck doch mal, was für dicke Vanissen das hier gibt. Habt ihr zwei erledigt? Eigentlich 2.5 und ich habe 1.5 gemacht. Oh je. Ich habe eine 3080 Ti mir geholt damals. Als wir noch ein bisschen teurer waren, leider. Hinterhalt. Ich hätte irgendwann die Schnauze voll. Hä? Warum wechselst du denn jetzt das Ziel? Wenn ich gerade zu einem Finisher einsetze. What the fuck, Spiel? Oh, hey. Nicht mich patschen. Nein, nein, nein. Guck mal. Ich habe den Namen vom Hund vergessen. Egal, er macht auf jeden Fall ein Viech ganz alleine. Das ist gut. Immer ein Gegner weniger, um den man sich kümmern muss. Doggo kann nicht sterben, oder?
Du hast keine HP-Leiste, du bist unverwundbar. Du bist nicht wie Meatball. Wie heißt denn? Siehst du den Bach? Fallout nochmal Meatball? Dem folgen Meatball? Wir, dann sind wir im Handumdrehen in Kielbrück. Im Handumdrehen. Strategy, Hund sicher. Aus Fallout. Wie heißt der nochmal? Dogmeat, Dogmeat, ja. Wie komme ich denn auf Meatball? ja. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Hunger. Wo denn jetzt schon wieder? Warum ist denn alles voller Viecher? Schlimm. Alle Teile gefüllt 800 Euro zusammen und dann 2000 Euro die Grafikkarte. Ja, die Grafikkarte ist. Vor allem die Preise. Die CPUs sind gleichbleibend, werden aber immer besser von Generation zu Generation. Nee. Eigentlich mal ein bisschen mehr. Ja, so ist der Kampf nämlich aus, das geht's nicht mehr. Verdammt. Ich laufe nur von Loot zu Loot und werde dauernd angegriffen. Finde ich nicht gut. Das hat sich gereimt. Pokémon Nummer 76. Oh, ja. 76. Weiß ich nicht. Irgendwie. Mach schon mal Geowatz oder sowas die Richtung. Ich weiß nicht alle Nummern auswendig, eigentlich sogar nur ein paar. Oh, Wiffer. Lass mal die Ads wegmachen. Oh, ich bin stuck hier zwischen euch. Au. Torgal, danke. So. Lass dich um meine Wunden kümmern. Ist das Viech jetzt tot? Ja. Da ist ein Mini-Heal. Nee. Und das Heals? Nehmen wir halt Trank. Na gut. Ah, oh, und natürlich. Ach ja. Die werden ja automatisch genommen. Wenn das Inventar voll ist von denen. Okay. Hier war's. Oh, guck mal. Wenn wir das jetzt zum neuen Trend hier mir random Nummern aus dem Pokédex zu sagen und ich muss das Pokémon sagen, was soll denn das? War schon ein Wunder, dass ich das von Lance letztens richtig hatte auf Anhieb. Mit der 400. Heilen. Der Pokémon Nummer 1010. Pff, keine Ahnung, das ist von den Legis. Wenn es überhaupt so viele gibt, das ist nur knapp über 1000. Ich weiß gar nicht, wo es aufhört aktuell. Das 1000 ist, das Münzding. 999 ist Gierspenst und 1000 ist die Weiterentwicklung. Fun Fact, der Hund aus Fallout 1 heißt auch Dogmeat. Ja, der ist auch immer Dogmeat. Warte, was ist das? Loot. Oh nein, es gibt Lootkisten. Ich werde alles gelootet haben, oder? Ja, wird schon stimmen. Ich wollte fragen, ob 16 jetzt komplett im Mittelalter-Stil gehalten ist, weil 7, 13 und 15 zum Beispiel sind ja ein Mix aus prähistorischem und hochmoderner Zukunft. Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin ziemlich unspoilt. Ich habe mir nur die Stimmen angehört, was die das früher spielen durften, gesagt haben, ob sie Spaß hatten damit oder nicht. Ich kann da wenig sagen, leider. Wir sind jetzt auch erst so 4 Stunden im Spiel. Was für Final Fantasy nichts ist. Oh. Ein Valuta. Ein Valuta? Oho. Folgen wir ihm. Warte mal, wo können wir nochmal irgendwie nachgucken? Warte mal, wo ist denn das Journal? Oh. Camp. Wir sind komplett unsichtbar. Da oben hocken zwei und verstecken sich. Das sieht keiner. Nein! Und? Oh, du! Wie abgesprochen. Alle dort. Gleich unten im Dorf. Sehr gut. Nett! Gehen wir.
Was ist mit meinem Geld? War ich euch nicht treu? Du hast alle deine Freunde, Bekannte und Familie verraten. Ja, seine Majestät schätzt die Treue als höchste aller Tugenden. Aber du hast deine Freunde für ein paar lausige Gilf verraten. Diese Frau. Benedikta Hamann. Kopf der königlichen Späher Valuts. Das wäre vielleicht die Chance. Ja. Ihr da! Waffen runter, Kaiserknechte! Bringen wir es hinter uns. Okay, töten. Gute Nacht, Yellow. Danke fürs da gewesen sein. Wenigstens keine Riesenechsen. Für die Herren des Windes! Was, die Herren des Windes? Ein guter Song von Schandmaul. Du bist der Boss hier, merke ich gerade. Wow. Als hätte ich's gewusst. In die Ecke getrieben sieht man nicht, was die vorhaben, leider. Mag ich immer nicht. Nett. Wow. Ein Parry. Der war nicht geplant. Da bin ich ehrlich. Ich bin ja großer Fan von Final Fantasy XII. Das war mein erstes. Oh, das ist guter Schaden gewesen. Ein Special-Zeug? Ja, was passiert jetzt? Filmisches Kräftemessen. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes orange leuchtet, wirkt wiederholt. Kreis. Viereck. Ich kann geometrische Formen erkennen. Um den gegnerischen Angriff abzuwehren oder mit deinem eigenen vorzusitzen. Oh Gott, ich spamme, ich bin alt. Ich kann nicht mehr so viel spammen wie früher. Filmisches Ausweichen? Ne? Ah, ja, nochmal. Und es geht ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Wow! Dann kannst du mit dem Feuer spucken. Wie ist er denn? Oh, fit. Natürlich. Wieder? Pokémon 420 und 666. Keine Ahnung. Warte, doch, 666 wusste ich mal. Das ist irgendwas komplett viel zu cute ist für 666. Nochmal. Jetzt habe ich dich. Es sieht geil aus.
Muss ich was drücken? Ah ja, natürlich. Mein fertig! Los, Clive! Ah, komm schon! Komm schon! Nice! Schöner Finisher. Mitternachtsalarm bezwungen. Oh schön, ich muss morgen arbeiten. Viel Spaß noch. Dann ab ins Bett mit dir. Gute Nacht. Danke fürs dabei gewesen sein. Abzeichen der Stärke, Accessoire, wird an Soldaten für unvergleichlichen Mut auf dem Schlachtfeld verliehen, um sie zu weiteren Heldentaten anzuspornen. Erhöht Angriffswert um 7. Mehr Damage. Das ist, ja. Das ist cool. Schön, 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 schön. 666 ist das Ding, was man, wegen man sich in Pokémon Go gegenseitig doxt. Der blöde Wurm da. Schau doch mal in den Spiegel. Sie sind ganz schön wendig mit den schweren Plattenrüstungen. Die sind einfach stark. Garniert mit einer Phönixfeder. Erinnert mich ein bisschen an Valtir. Der eigentliche Protagonist von Final Fantasy XII. Fällt mir ein. Was denkst du? Ob die andere Esper des Feuers auch Segen gibt? Du glaubst mir nicht. Und er sprach, aus den Elementen sollen 8 Esper sein, dass sie walten über das eine Gesetz. Nicht, dass ich den Überlieferungen aufs Wort glauben würde, aber der Punkt ist klar. Guess who's back? Hallo, Lateback. Über das Feuer herrscht ein Schmetterling vom Dominus, wie bei allen Espern. Erst wenn der stirbt, kommt der Nächste. Selbst dann kann's Jahre dauern. Andererseits wirkst du nicht wie ein Lügner. Will mir jemand einen Witz spendieren? Bleibt also nur die eine Person zu finden, die uns mehr dazu sagen könnte. Das Kirschvieh. Und die ist in Kielbrück. Kigui oder wie es heißt, ein furchtbares Pokémon. Unsere Valuta-Freunde finden wir sicher auch dort. Komm, bevor es dunkel wird. Und wenn jemand die Leichen findet? Tja, dann geht er leider leer aus. Darf ich schnurren, aber? Chef, man raucht nicht während der Arbeit. Angestellter, aber Chef, ich arbeite doch gar nicht. Abschnitt wiederholen und Arcade-Modus. Beim AD-Tischstein, was weiß ich. Im Versteck sind jetzt die Optionen Abschnitt wiederholen und Arcade-Modus verfügbar. Sieh hinein, um mehr zu erfahren. Okay. Ah ja, da ist jetzt so ein Obelisk. Ist das jetzt hier? Marvel Hügeltal. Ich dachte, wir wollen. Aber wir sollen uns bis zu der Stadt vorkämpfen. Ich verstehe. Wir hatten gar nicht geguckt, was hier steht. Hier stand auch gar nichts. Oderbell-Hügeltal, südliches Sanberdeque. Die idyllische Hügellandschaft im Süden Sanberkes ist kaum besiedelt. Wer nicht weiß, wo er suchen muss, trifft nur selten auf andere Menschen. Okay. Ja, es ist ein bisschen komisch, dass es nicht so open-worldig ist. Bin ich nicht mehr gewohnt. Ich habe aber auch seit 13 kein Final Fantasy gespielt, also ganz von den modernen. Einige Zeit später. Heiliges Kaiserreich. Sanbrekwe. Okay, Sanbrekwe. Besser spät als nie, sage ich immer. Ah, so nah waren wir also schon. Warum hat man wohl ein Dorf dorthin gebaut? Um die Ruine? Manche nennen sie ein Luftschiff. Aber fliegen scheint sie nicht mehr zu wollen. Schade, was? Glaubst du wirklich, dass wir einen Dominus in diesem Dorf finden? Mein Speer hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Deshalb sollten wir uns beeilen. Komm. Wenn du jetzt aufstehst... Okay, nee, was? Das ist der Obelisk. Obelisken. Ein aktivierter Obelisk erlaubt Clive die Schnellreise zu dessen Standort. Er kann sowohl über die Weltkarte als auch über die Karte der Umgebung ausgewählt werden. Um einen Obelisken zu aktivieren, muss Clive sich ihm nur nähern. Cool. Ich würde ganz... Achso. Laute Stille.
Ja, nennt sich weißes Rauschen. Wie ich zum Beispiel, wenn es ruhig ist. Okay, ja, kann ich gerade nicht. Speichern derzeit nicht möglich. Warum denn? 5 Meter laufen? Darf ich jetzt speichern? Why? Achso, ich soll da was machen. Öffne die Karte. Ja. Ah, endlich wieder normale Karten. Die hätte ich aber auch gerne ein bisschen angezeigt. Darf ich bitte jetzt speichern? Ich müsste die Karte. So. Die Spielzeit steht leider nicht dran, ne? Ne, die Uhrzeit aber. Der Hund! Der Hund! Och Gott, ja! So schön. Oh, da. Hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja, die letzten 2 Jahre war streamtechnisch ein bisschen mau. Das gebe ich gern zu. Ah. So, jetzt können wir auch hier rumlaufen. Gut. 2 Gilde. Wow. So, kann ich... Nee. Gibt es im Menü neue Unterpunkte vielleicht? Spielmodus, blablabla. Zielfixierung umschalten. Moment, Methode der Zielfixierung. Halten. Was? So, Kameraempfindlichkeit, blablabla. Das ist alles normal. Hier kann ich immer noch nichts ändern. Was passt? Hat nur gesagt, Controller, Lautsprecher. Nein. Nein. Warum? Wollen wir mal andere Sprache machen? Sprechernamen. Was ist der Sprechernamen? Wie? Der Synchronsprecher? Ein PC-Dialog kann man doch auch ausschalten. Ne, Moment. Wo ist er? Oh, können wir die Sprache jetzt doch nicht mehr ändern? Oh. Schade. Sonst hätte ich jetzt zwischendurch mal kurz vielleicht mal mit 10 Minuten auf Japanisch oder so gemacht. Und das ist ein bisschen schade, dass das nicht geht. Na gut. Oh geil, man kann sogar klettern. Nur ein bisschen leider. Ah, doch, es geht. Ich sollte aufhören, solange ich noch kann. Na. So. Ich versuche eigentlich immer mit einem Feuerfinisher danach zu beenden. Piu, piu. So, wir zünden die ganze Plantage hier an. Da. Das ganze Olivenfeld oder was das ist. Anzünden. Ein Brandschatz. Was? So. Klopf, klopf. Oh, kann ich nicht rein. Gegner? Wo? Ah, da. Oh, Silberschakal. Darf, beim Abschluss der Kombo fliegt er weg. Da wurden wir eigentlich voll geheilt. Ein bisschen... Au! Der mich noch. Naja, hab ich verloren. Ich möchte mich eigentlich umgucken. Es ist ja mal ein Hof hier gewesen. Oder es ist noch ein Hof. Der aber scheinbar nicht... bewohnt ist. Aber dann kann ich doch reingehen und die Scheiße aus den Hütten rauslooten. Mann! Ja, aber die Felder sind ja doch bestellt. Davon sind Leute.
Freund oder Feind ist die Frage. Angucken. Für euch sieht es ein bisschen milchiger aus. Ich weiß noch nicht warum. Für mich ist es klarer, aber für euch ist es dafür auch heller. Wenn ich jetzt das... Okay. Schauen wir mal so an. Ich bin mit der PlayStation ist immer noch so die Sache, da weiß ich noch nicht, wie es mit der Qualität für euch ist. Milchi wo? Nur etwas milchig ist. Oh, apropos, ich muss Milchi noch schreiben. Oh, okay. Ach so, Vögelsche. Oh, ich sehe doch da hinten Lootblitzen. Scheiße. Zur Wand sneaken. Oh Gott, wirklich. Ich habe meinen Sprint verloren, weil ich gegen den Masten gelaufen bin. Ah, okay, erst kämpfen. Weißt du was? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Easy-Grim jetzt? Ne, wobei du bist bestialischer. Verstehe. So. Ah ja. Das darf dann zu mir. Wie sieht's denn aus mit... Heal-Stuff ist voll. Wo ist die Hütte, die ich jetzt looten wollte? Da. Direkt neben mir. Ein Reis sein. Wow! Einer gleich. Juhu! Weiß nicht, wenn ich das Gebiss... Ob er da hochhüpft. Das Gebiss... der Viecher, die ich gerade getötet habe, auseinandernehmen würde, hätte ich gleich ein paar mehr. Also hier jetzt hinsneaken wie in Zelda in die Hocke gehen und da langsam hingehen. Das wäre eigentlich der Plan. Aber na gut. Na komm. Funktioniert schon wieder nicht, wie ich das gerne hätte. Knapp vorbei, das war's. Ich mache eigentlich wieder abwechselnd, genau jetzt. Heute war ein paar Mal. Das ist super wild. Aber warum? Was wollen Sie hier? Arbeiten. Mal die nächsten, die wir treffen. Das klappt bestimmt. Da ist auch Loot oben. Kommt man denn da hoch? Oh, hier sieht man gar nichts. Das ist jetzt saudunkel für mich. Will der hoch? Dann halt nett. Ich hab keine Freiheiten hier. Ich gebe keine Mordrechte. Können Sie mir sogar wirklich eine reinziehen? Eine Mod werden hier ist gar nicht so einfach. Auftragsziel in der Nähe. Was ist denn das? Achso, gib die nach Kielbrück. Das da ist Kielbrück, nehme ich an. Ja. Heiliges Kaiserreich. Jo. Keine Valuta in Sicht. Niemand in Sicht. Aber sonst sehe ich auch niemanden. Es ist mir zu ruhig. Ist was faul. Was tun wir jetzt? Alles anzünden. Suchen wir unseren Speer. Du von hier, ich gehe hinten rum. Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Gute Frage. Schreien. Okay. Subtil. Wir kennen den Speer doch überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Danke! Woher sollen wir erkennen, dass wir mit dem Speer sprechen? Selbst wenn wir ihn finden. Ah. Irgendjemand muss hier doch sein. Ja, die Ratte da. Oder? Mein erster Gedanke gerade war, als ich die Glühwürmchen dort hinten gesehen habe, die muss ich looten. Ist mir eingefallen, das ist nicht Zelda. Warum ist die Musik so ultra spannend? In einem verlassenen Dorf. Hier suche ich. Ja. Wenn wir uns aufteilen, finden wir ihn schneller. Ach so, okay. Und er hat jetzt irgendwie ein Schild, Speer, in der Hand oder was?
ein bisschen... Das klingt wie ein Kind. In dem Fass? Hey, hör mal weiter! Hallo! Kind, hi! Keine Sorge. Ich gehöre nicht zu denen. Mein Freund und ich, wir sind kaiserliche Soldaten und wollen helfen. Weißt du, wo deine Eltern sind? In der Kirche. Dann werde ich sie finden und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Du bleibst hier in deinem Versteck, ja? Versteck. Dann auf zur Kirche. Warum muss man Celebi im AR-Plus-Modi fangen? Keine Ahnung. Niantic, was sagst du denn? Mich? Ich hab doch keine Ahnung. Warum bist du auf Alarm? Das ist mir jetzt echt zu dunkel hier drin. Das war ich so viel heller. Ihr seht's auch, ich nicht. Ich hab mich verlaufen. Wo komme ich her? Mein Gott. Mein Orientierungssinn ist... Speis, Schwarzbrot, Käsebrot. Boah, Hartwurst, Räucherforelle, Gemüseeintopf. Zwerg, Schokopop in Weinsauce, Bratfisch mit Kräutern und würzige Fischsuppe. Gaultand 870, Weinbrot und Kaisergold. Oh. Ey, ohne Witz, jetzt so ein Käsebrot, dazu eine Hartwurst und eine Räucherforelle. Oder? Oh, nee, ein Bratfisch mit Kräutern. Ich krieg Hunger. Ich hatte gestern Fisch. Ich hab vergessen, was es war. War es ein Barsch? Nee. Ach, keine Ahnung. Fisch. Mit viel zu viel Geräten auf jeden Fall. Ha? Es hört sich jedes Mal an, als würde er kämpfen. Oh, da kann ich nicht hoch. Oh. Den ganzen Bums wird jetzt zurücklaufen. Das ist ja blöd. Halt, mal da eine Tür. Die nicht aufgeht. Machst du wieder eins und spielst über das Stream-Programm. Muss ich aber die ganze Zeit darüber gucken. Achso, nee, Lance spielt über die 4K Capture Utility. Die habe ich ja gar nicht. Kann so ein OBS mir angucken, da? Oder halt durchs Pass-Through am Monitor. Was ist das? Ja. Aber ich glaube, das liegt eher am Monitor. Der Monitor ein bisschen dunkler eingestellt ist. Da ist er wieder. Er läuft mir hinterher. Kein Loot, nichts. Ach, gehen wir halt dahin. Ich krieg nix. Er macht's nicht mehr lang, das höre ich. Der Mann verreckt hier. Wir brauchen einen Heiler. Maul halten da drin. Ja. Du bist spät. Mach Platz. Nee, frag gar nicht. Wer bist du denn? Der Typ, der euch befreit. Dachte, du kommst nicht mehr. Du lebst ja noch, Gav. Gerade so. Hab mich um die Leute hier gekümmert, aber... Du hast tatsächlich geschrien. Alles gut, er gehört zu mir. Sind das alle? Nein, es waren noch mehr. Die Valuta haben vorhin einige der Träger hier rausgeschafft. War ein Dominus dabei?
Kann sein. Ihm stand's nicht auf der Stirn geschrieben. Der war bestimmt alleine, der Wachtyp. Dreimal darfst du raten, wo der hin will. Klar, nach Hause, zu Mama. Da muss ich dem jetzt ganz schnell hinterher. Na toll. Am besten bevor er seine Freunde findet. Toll. Mama!